So, in diesem Video soll es diesmal darum gehen, wie können wir unverwundbar sein? Also mit unverwundbar meine ich wirklich, egal was euch angreift, ihr könnt einfach nicht getötet werden. So, vorweg, wer nicht cheaten möchte, keinen Spielvorteil haben will, der sollte jetzt das Video einfach wieder beenden. Alle, die mehr wissen wollen, können natürlich gerne dabei bleiben. So, vorweg schon mal noch mein kleiner Tipp. Ich habe auch schon ein Video hochgeladen, wo es darum geht, wie kann man die ganze Map erkunden. Wenn du darüber mehr wissen willst, einfach oben rechts auf die Infokarte klicken. Da erfahrt ihr dann, wie ihr die Map öffnen könnt. Dann genauso die Tageszeit könnt ihr auch ändern. Einfach mal in meiner Tipps- und Tricksliste gucken, weil es gibt Cheats, die sind natürlich unfair für das normale Spielen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt halt auch einfach Cheats, wie zum Beispiel Tageszeit ändern. Und alles Mögliche. Dazu einfach mal in meine Tipps und Tricks Videoliste reingehen, einfach in die Playlist. Guckt euch einfach mal durch, was ihr wissen wollt, weil ich werde euch nicht immer alles in einem Video erklären bzw. verraten, weil manche Sachen wollt ihr, glaube ich, gar nicht wissen, weil sonst nehmt ihr euch halt wirklich den Spielspaß. So, wie werden wir unverwundbar? Ganz einfach, ihr drückt die F5-Taste, dann gibt ihr ein in der Konsole ein Cheater. So. Dann steht da Sheets 2, heißt jetzt sind alle Sheets aktiviert in Anführungszeichen. Jetzt geben wir einfach nur ein God, also GOD. Jetzt steht God Mode is True, heißt der Modus ist aktiviert. Jetzt müssen wir uns nur gerade schnell einen Gegner suchen, deshalb bin ich auch in der Nacht. Deshalb hatte ich ja das Video gemacht mit der Tageszeit. Ich spiele halt wirklich lieber am Tag, weil klar, man sieht mehr und hast nicht gesehen. Jetzt müssen wir uns nur gerade irgendwie schnell einen Gegner suchen, damit ihr auch das Ganze mal seht, dass es auch funktioniert. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch hier irgendeinen Blödsinn, Hauptsache Klicks. So, da, 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 dann. Ja, ich hätte mir vielleicht mal doch ein bisschen mehr zu essen holen sollen, wegen Ausdauer. Ah, guck, da kommt der Erste. So, komm, schlag mich. So, ihr seht, wir kriegen 0,1 Schaden. Aber mehr auch nicht. Ihr seht unten links, die Lebensanzeige bleibt. Also da ändert sich überhaupt nichts. Ihr seid halt einfach unverwundbar. Also er kann euch keinen Schaden machen, auch wenn die Schadensanzeige natürlich angezeigt wird. Ich schätze mal, die 0,1 müssen sein. Und jetzt könnt ihr ihn quasi einfach oben hauen. Zack, zack. So könnt ihr auch noch ein bisschen skillen. Aber skillen kann man natürlich auch hochschieten. Deshalb sage ich immer, ihr nehmt nur das Video, was euch interessiert, was euch weiterbringt. Ich sage euch am Anfang vom Video auch immer, was für ein Cheat ich euch erkläre. Und ich denke mal, das ist eigentlich fair gegenüber denen, die nicht gespoilert werden wollen oder sonstiges. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So seid ihr halt unverwundbar. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte. Es gibt natürlich auch Leute, die spielen Valheim nur zum Bauen. Da macht das Ganze wieder Sinn. Die wollen halt einfach nur bauen, mehr wollen die nicht. Die wollen sich eine schöne Base bauen und wollen aber nicht die ganze Zeit kämpfen. So, in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein und like nicht vergessen. Also ein bisschen Support und in dem Sinne, wie gesagt, euch viel Spaß und haut rein.